Hallo und seid ganz herzlich willkommen. Ich bin Otto und das ist mein Kumpel Max und wir wollen euch zeigen, wie man einen Leinsamenbrei zubereitet. Genau. Als allererstes benötigen wir natürlich die Leinsamen. Die sind das wichtigste Komponent. Danach können wir etwas mit Weinbeeren oder Sultanin etwas schmackhafter und süßer unser Rezept machen. Paranüsse machen es noch satter. Man kann bis zu einem halben Tag davon satt bleiben. Wir machen die langsam auf. Und ich benutze Magic Mixer, der ist ziemlich gut und leistungsstark. Der wird unsere Kleinsamen klein hacken. Ups. Diese Menge wird zunächst reichen. Banane. Ein bisschen Wasser. Jetzt vermischen wir unsere Leinsamen mit dem flüssigen Bananen. Jetzt geben wir ein bisschen Rosinen hinzu, um es noch süßer zu machen. Und wer es mag, kann Nüsse hinzugeben. In diesem Fall benutzen wir Paranüsse. Und so lecker und hübsch sieht unser Leinsamenbrei aus. Bist du bereit, das zu probieren? Natürlich. Okay, lass. Her mit dem Löffel. Her mit dem Löffel. Sehr gut. Macht sehr gut satt. Sehr gut auch für unterwegs. Finde ich sehr eine kräftige Mahlzeit. Gefällt mir. Euch hat das Rezept gefallen und ihr habt es schon ausprobiert? Dann schreibt unten in die Kommentare. Gebt uns Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Ihr habt die ganze Küche vollgesaugt.